Rechten, das tun sie ja schon lang. Sie nehmen unsere Steuern und kaufen sie sehr an. Frieden, Freiheit, keine Diktatur! Was ihr hier macht, das ist kaum zu glauben. Ihr gebt den Faschismus Raum und dem Volk tretet ihr mit Füßen. Das ist nicht mehr in Ordnung. Stellt euch auf unsere Seite. Die Regierung ist unser Feind. Also prinzipiell reinigt Weihrauch negative Energien. Es erschafft einen friedlichen Raum. Wir haben ja verschiedene Räucherharze. Wir möchten, dass es friedlich bleibt. Es wirkt auch antibakteriell, also Salbei und Palo Santo ist ein spezielles Holz, was eben auch antibakteriell wirkt, negative Energien bereinigt und dafür sorgt, dass es hier friedlich bleibt. Also sowohl auf der Seite der Polizei als auch auf unserer Seite, dass wir halt irgendwie in unserem Herzen bleiben und friedlich bleiben. Das ist ja an der Stelle vom dritten Auge, es symbolisiert natürlich das dritte Auge. Genau, also insofern erstmal als Schmuck und als Zeichen für das dritte Auge, was hoffen wir mal bei allen immer mehr aufgeht und wir dadurch auch uns immer mehr mit dem Spirit verbinden können, also mit den himmlischen Kräften, wie auch immer das für jeden heißt. Genau. Also, der Hans ruft der Trommel und so ungefähr 1500 Leute sind da vorne schon runtergegangen. Die Polizei ist da vorne nirgendwo. Ihr seht, die Polizei ist nirgendwo. Was könnte das bedeuten? Dass sie ein Nadelöhr offen lassen, dass sie entfluchten können, wenn irgendwas ist. Panik. Schon mal irgendwann in der Diskothek gewesen, jetzt gibt auch eine Tür mit Notausgang drauf. Da ist zu, da ist zu, da ist zu, Ebertstraße ist zu. Warum ist dazu Regierungsviertel? Die wollen uns hier gar nicht haben. Wenn wir hier durchbringen, Theater und schlechte Bilder erzeugen, ist das alles für alle Scheiße. Die Polizei braucht das auch nicht. Wenn wir da runtergehen, aber geschlossen bleiben, kommen wir in die Stadt, in das, glaube ich, Nollendorf, Kiez heißt der Stadtteil. Und wenn wir da einfach geschlossen bleiben, wie eine kleine römische Legion, friedlich, dann stauen wir so viele Autos zurück, dass die Mannschaft so nicht mal durchkommt. Denkt doch mal nach. Wollt ihr jedes Mal hier vor die Wand rennen? Euch so die Köpfe holen? Oder erwartet ihr wirklich ein naiver Trottel, dass wir Gesetze zurückziehen, weil wir mit 2000 Leuten stehen? Auch ihr wolltet das nicht? Ja, dann also nee. Also ich gehe jetzt da runter, ich will nämlich noch Kaffee trinken. So, tschüss. Ich weiß, dass viele einen langen Weg gehabt haben, um heute diesen Tag zu erleben. Und ich denke, dass das Wetter oder der Herrgott es gut mit uns meint. Aber wir müssen protestieren, nicht hier rumliegen, rumsitzen, warten, dass irgendjemand uns sagt, wie es weitergeht. Die armen Berliner nicht ihre eigene Familie verprügeln müssen. Und Gesundheit gehört immer nach uns. Und wenn wir uns anstecken und auf einer Demo hat sich nachweislich noch nie einer angesteckt, dann soll es so sein. Außerdem sollte man den Polizisten mal sagen, dass sie jetzt persönlich haften. Haben die Polizisten für Aufklärung uns aufgeklärt. Mit ihrem persönlichen Vermögen. Und jedem, den ihr jetzt seine Befreiung aus der Hand reißt, dafür könnt ihr angeklagt werden. Das ist Diebstahl. Und wenn ihr eine Waffe tragt, ist es bewaffneter Raub. Überlegt euch mal, ob ihr dafür einen Knast gehen wollt. Ihr seid gemeint. Weil irgendeinen Polizisten, den findet man auf jedem Foto. Und den sollte man dann öffentlich vor Gericht stellen. Dann kommen wir Demonstranten wieder. Und schon wieder erzählen sie uns diesen Müll. Fake News Overkill. Fokus, Spiegel, Bild und Sterne TV. Euch auf die Seite der Freiheit gegen das Verbrechen. Wir bitten euch darum. Ihr wisst genau, was hier abläuft. Danke. Marionetten. Ganz große Chance. Ihr könnt stolz sein. Eure Kinder werden sagen, ja, unsere Väter, unsere Mütter, die haben das nicht mitgemacht, das Verbrechen. Wir haben uns gewehrt und dann ist es gekippt. Am besten jetzt. Was haltet ihr davon? Und das Wetter ist danach... Angela, dein Volk ist da! 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 Thank you.
Schande! Schämt euch! Schämt euch! Im Paragraph 23 Grundgesetz gibt es nicht mehr! Mann, Dicker, das ist Schande hier! Volksvertreter sofort hierher! Und mal die Ferkel hierher! Die sollen sich mal rechtfertigen vor ihrem Volk! Schande! Schämt euch! Schämt euch! Ihr arbeitet für Babylon, ihr arbeitet für den hier! Ihr arbeitet für Satan! Nicht mehr für uns! Schande! Schande! Ihr wisst, worum es geht. Ihr wisst, warum sie alle durch den Hintereingang gehen. Weil sie jeden Tag lesen müssten, dem deutschen Volke. Also ich muss sagen, wir haben ja auch ein paar junge Leute dabei. Das freut mich auch zu sehen, aber es ist schwierig. Also jemand wie Heinrich Fichtner zum Beispiel, das ist ein Politiker, wo ich sagen muss, der hat auch ein bisschen mein Vertrauen und meinen Glauben an die Würde eines politischen Amtes wieder neu entfacht, weil ich hab also den Respekt vor Politikern, überhaupt vor Amtsinhabern, Polizisten, Sie sehen es ja hier, wie die sich benehmen, habe ich völlig das Vertrauen und den Respekt verloren, muss ich ehrlich sagen. Und Heinrich Fichtner ist so jemand, aber gut, er ist nun auch schon etwas betagter und ist ja jetzt auch, glaube ich, aus dem Mandat geschieden. Und deswegen ist es da schwierig, jetzt zu sehen, wer sind jetzt sozusagen die neuen Lichter am Horizont. Ja, also Philipp Amthor sicherlich nicht. Also da fällt mir jetzt spontan so keiner ein, aber ich denke, das wird sich jetzt auch automatisch herauskristallisieren. Also es ist ja immer so, dass wenn eine Lage sich zuspitzt in einer Krise, und die Krise wird sich zuspitzen. Ich meine, wenn wir sehen, wie viel Kurzarbeiter wir haben, wie viel Zombie-Unternehmen wir haben, und wenn es einmal losgeht mit der Pleitewelle, und ich vermute, es wird bald losgehen. Sie werden es schaffen, die Insolvenzen wahrscheinlich noch bis zur Wahl hinauszuzögern, ja, damit sie ihre grüne Khmer errichten können. Und danach wird es losgehen. Und wenn eine Firma pleite geht, das wird wie ein Dominoeffekt. Sind Sie finanziell unabhängig? Also, oder müssen Sie sagen, ich muss mich irgendwie... Genau, also das ist so. Ich bin bisher noch so unabhängig, habe mir auch ein bisschen ein Polster aufgebaut, weil ich das natürlich auch alles schon kommen sehen. Also ich wusste ja, wo die Reise hinführt. Spätestens seit Lehman Brothers hätte jeder sehen muss. Ach du Schande, meine Ersparnisse sind nichts mehr wert. Negativzinsen bei der Europäischen Zentralbank, also das Finanzsystem wird kollabieren. Das haben ja alle Ökonomen, die jetzt nicht, sage ich mal, für irgendwelche Vermögensverwaltungen arbeiten, wie BlackRock, haben das ja vorhergesagt. Markus Krall und Dirk Müller haben es alle vorhergesagt, es wird bald kommen und es sollte ja eigentlich letztes Jahr kommen. Und ich glaube, das hat auch Ernst Wolf gesagt, dass im März am Kapitalmarkt etwas passiert ist, dass sie das quasi so, sie mussten reagieren. Und deswegen kam diese Krise. Das war, glaube ich, erst für später geplant. Ich habe das nicht kommen sehen, dieser starke Abbau von Bürgerrechten. Der kam, weil das Finanzsystem kollabieren war und sie brauchten einen Sündenbock. Und das war die Gesundheit. Deswegen, es wird kollabieren und es wird so krass kollabieren. Ich glaube, es wird schlimmer als 1929. Das Fiat Money-System, es wurde so viel Geld jetzt gedruckt. Das kann nicht funktionieren. Das wird zusammenbrechen. Und dann, glaube ich, wird eine ganz eigene Dynamik sich entfachen, wo dann auch bürgerlich revolutionäre Kräfte wirken werden, die das Ganze vorantreiben werden für die Bürgerrechtsbewegung, die dann in Erscheinung treten werden, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht auf dem Plan haben. Und es werden noch viel mehr Leute aus der Mittelschicht kommen, die jetzt noch glauben, ach ja, sie haben ja einen Job, sie haben eine Firma, es läuft alles, die dann plötzlich erkennen, ach du Schande, da steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür, ne? Da werden sie vielleicht zwangsenteignet und sie verlieren alles und dann werden sie automatisch sich auch der Bürgerrechtsbewegung anschließen. Es ist schade, weil sie werden es aus egoistischen Motiven machen und nicht aus idealistischen. Und alle, die hier sind, machen es aus idealistischen Gründen bisher, die Mehrheit, behaupte ich. Liebe Polizei, bitte beschützen Sie uns vor diesem System. Liebe Polizei, bitte beschützen Sie uns vor diesem System. Liebe Polizei, Sie müssen das nicht tun. Liebe Polizei, Sie müssen das nicht tun. Ihr seid alle so armselige Männer, das ist unglaublich. Wir haben hier eine Hygienediktatur von der Merkel. Die alte Leute, das ist nur ein Stück etwas ist. Und ihr unterstützt diese Frau. Ihr bringt uns Menschen um, die hier für Freiheit sind.
Könnt ihr uns einfach sein Druckbeweis mitnehmen? Nein, Schuster. Ja, getragen, Mann! Ja, ich bin gut, dass wir jetzt haben. Ja, ist mir egal, was ihr sitzt. Ich kann es trotzdem gleich holen. Ich möchte die Gieten mal alle haben. Er hat den Kampf gewonnen, 8-mal. Das ist doch, ich habe doch gerade gesehen, wie das 8000 Zuschauer und das, da machen sie der Berliner Polizei keine Ehre. Auch selbst wenn er provoziert hat. Mach doch mal kurz eine Pause. Faustschlag im Bauch. Dem jungen Mann wurde im Bauch. Geh nach Hause! Geh nach hinten! Wenn du deine Emotionen nicht unter Kontrolle hast, geh nach hinten! Niemand zwingt dich, mir weh zu tun! Ich stehe hier, tu dir nichts! Ey, ihr kriegt die Bilder nicht so einfach. Ihr könnt so froh sein, wie es heute gelaufen ist. Weiß ich nicht. Seit über 3 Stunden wird hier durchgesagt, sie sollen gehen. Sie tun es nicht. Das ist Kinderverhalten. Das ist Kindergartenverhalten. Aber Sie verhalten sich, das ist Transaktionsverhalten. Einfach die Grundlage einer Demokratie nicht. Unfassbar. Das ist Hochverrat, was die Regierung jetzt vorhat. Ja, dass alle zentrale Gewalt von Berlin ausgehen soll, dass die Bundesländer so in dieser Form aufgelöst werden auf unbestimmte Zeit. Ein, zwei, ein verliert die Bürger! Das macht nicht gut! Aus Selbstbildung! Selber nicht die Abschnitte einhalten! Come someday. We are not afraid.